Hallo und willkommen wieder bei einem neuen Video. Wieder ein Film, den ich euch mal zeigen will, und zwar Countdown. Es ist ein Film, der an die modernere Zeit angepasst ist, und zwar es geht um eine App, die sich dann die Leute downloaden, die Teenager in dem Fall. Und diese App sagt ihm halt vor, wann du zu sterben hast oder wirst. Manche sterben Jahrzehnte oder Jahre und bei manchen steht halt da ein paar Stunden oder Tage. Ja, und das ist dann auch so, es wird dann so ein Dämon, der sucht sie halt dann heim. Und, also angenommen, du hast ja 6 Stunden zu leben und weißt das, dann tust du ja meistens versuchen, dein Leben natürlich zu verlängern. Und es ist dann aber auch der Fall, dass du dann gegen die Geschäftsbedingungen verstößt, gegen die AGBs. Und dich dann sozusagen der Tod früher ereilt oder heftiger ist mit deinen Wahrnehmungen, dieser Dämon, der da so dich in den Tod holt, spielt halt auch gerne vorher mit dir und dann schickt er dich ins Jenseits, das heißt wieder, oder schreibt nicht irgendwas, was ihr nicht gelesen habt, wer weiß, an wen ihr eure Seele verkauft, Der Film ist, unterhaltsam, schön modern gemacht, auch lustig und auch sehr, gruselig nicht, aber es sind einige Jumpscares drin und Bild und Ton gehen natürlich auch klar. Cooler Film, leider kein Wendecover. Macht Spaß zu schauen, ich habe den schon mehrmals geschaut. Ich habe den damals bei Prime gekauft, und ich fand den so gut, da habe ich gedacht, komm, den will ich jetzt auf BD auch haben. Und da konnte ich nicht warten, deswegen bei Prime. Das ist dann nicht mehr so der Fall, dass ich dann dauernd diese Filme dort kaufe. Naja, egal. Alles klar. Das soll es diesmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr bleibt wieder treu mir beim nächsten Video und wie auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis dahin und tschüss.